Mahlzeit, ein gesundes neues Jahr für alle, die zuhören und zusehen. Ich finde, es ist ein Lichtblick. Ich komme gleich drauf auf diesen Artikel. Die Meinungsfreiheit in Deutschland massiv bedroht. Umfrage offenbart alarmierendes Stimmungsbild. Es geht um den sogenannten Freiheitsindex 2022. 48% der Befragten. Na, ja, die sehen das nicht mehr so schön. Leider kriege ich das jetzt hier nicht drauf. Das von Boris Reitschuster, also reitschuster.de. Dieser Artikel, Meinungsfreiheit in Deutschland massiv bedroht, Umfrage und so weiter. Und ja, wo ist er denn, der Freiheitsindex? Ach so, jetzt ist es weg. Ach hier. Demnach glaubt nicht einmal mehr die Hälfte, nämlich 48% der Befragten, dass man in Deutschland noch frei reden kann. Na, das ist doch gut. Gleich, warum? Sage ich gleich. Im Osten geht davon sogar nur noch jeder Dritte aus. Vor 5 Jahren glaubten noch 66% der Deutschen an eine uneingeschränkte Meinungsfreiheit. Im Jahr der Wiedervereinigung 1990 waren es sogar 78%. Ja, besonders schockierend. Nein, jetzt sehen wir es mal andersrum. Wenn mehr als die Hälfte mittlerweile nicht mehr an Meinungsfreiheit glaubt, ja, dann sind mehr aufgewacht. So sehe ich das. Also es war mein erster Gedanke. Dachte ich, Mensch, verdammt nochmal, es wird doch immer besser. Was hatten wir für komische Meinungen und Ansichten in den beiden C-Jahren? Da war ja die Hölle los. Übrigens, falls man das ein bisschen hört, meine Stimme ist leicht belegt. Ich habe wohl auch dieses C. Nee, ich habe eine Erkältung. Die hatten wir früher alle schon und die gleichen Symptome. Gut, also sehen wir es doch mal positiv. Es sind mehr aufgewacht. Mehr Leute trauen sich nicht mehr so richtig, ihre Meinung zu sagen. Naja, dann kann es ja nur aufwärts gehen. Gut, alle guten Wünsche nochmal fürs neue Jahr und das war's. Also, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Und ich sage, das haben wir letzten Endes alles diesen Leuten zu danken, die sich immer wieder für die Meinungsfreiheit eingesetzt haben. Und insofern machen wir alle weiter. Macht weiter. Nicht macht was, sondern macht weiter, damit dieser Lichtblick noch heller wird. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.